Evangelische Familienbildungsstätte ist ein kinder- und familienfreundlicher Ort der Bildung und Begegnung. Und so vielfältig wie Familien sind, so vielfältig ist auch unser Angebot. Von der Schwangerschaft und Geburt über Familie und Erziehung bis hin zum Leben im Alter ist für Menschen aller Generationen etwas dabei. Familien erbringen ja eine unverzichtbare Leistung für die Gesellschaft. Sie sind der Ort verlässlicher Sorge und sie stiften auch sozialen Zusammenhalt. Und vor diesem Hintergrund trägt die evangelische Familienbildung wesentlich zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft bei und auch zur Zukunftsfähigkeit unserer Kirche. Neben den Angeboten im Eltern-Kind-Bereich haben wir auch viele Kurse für Senioren. Das virtuelle Mehrgenerationenhaus ist ein Projekt der Kampagne Online Allianz Saar, und zwar ein deutschlandweit einzigartiges Projekt. Und es geht darum, in jeder Gemeinde werden Ansprechpartner gesucht, die für 2 Jahre Standort eines solchen virtuellen Mehrgenerationenhauses werden. Und hier bei uns ist das die Evangelische Familienbildungsstätte und der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Saarbrücken. Ja, der Mehrgenerationenaspekt bei uns sieht so aus: Als wir 2019 angefangen haben, war unsere jüngste Teilnehmerin 10 und der älteste 80. Aber was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, auch die Generation 60 und 80 sind im Grunde 2 Generationen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, das sind alte Leute, weil sie über 60 sind, sondern ein 60-Jähriger hat ganz andere Bedürfnisse als eine 80-Jährige. Und insofern ist auch ein Projekt in dieser Altersspanne ein Mehrgenerationenprojekt. Das Besondere an unseren Angeboten ist, dass sie allen Menschen Zugang zu Bildung und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und zwar ganz unabhängig von ihrer kulturellen, sozialen oder religiösen Herkunft. Denn für alle Menschen ist es ja erst einmal wichtig, eine verlässliche Anlaufstelle zu haben, wo man sich mit anderen austauschen kann, wo man neue Impulse bekommt und wo man sich gegenseitig stärkt. Und genau aus diesem Grund finden unsere Angebote auch sozialraumorientiert in den Stadtteilen statt, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel jetzt auch hier im Haus der Diakonie, wo der Babyclub stattfindet. Guten Morgen, Mai. Ein wichtiges Ziel von evangelischer Familienbildung ist das Wohlergehen und das gesunde Aufwachsen von Kindern in ihren Familien. Und deswegen liegt das Hauptaugenmerk des Babyclubs darauf, die Erziehungs- und Fürsorgekompetenz der Eltern zu stärken, ihr Selbstvertrauen, dass sie wirklich gut wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, das zu stärken und ihnen Kraft für ihren Alltag zu geben. Ich denke, dass die Mütter es gut finden, dass sie hier andere Menschen treffen, Kontakte knüpfen können mit Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie sie selber, dass sie in den Austausch kommen, dass sie immer mal wieder sich gegenseitig Tipps geben, wie sie mit ihren Babys gut umgehen können, dass sie aber auch von den Mitarbeitenden Tipps und Wissenswertes kriegen zum gesunden Umgang mit sich selbst und mit dem Baby. Auch mit sich selbst, denn das ist wichtig. Wenn es der Mama gut geht, geht es auch dem Baby gut. Ein Aspekt, der mir total wichtig ist im Babyclub, ist der, dass wir hier tatsächlich so eine große Interaktion der Kulturen haben. Wir haben Menschen aus aller Herren, Frauen, Länder, sage ich jetzt mal. Und das ist eine schöne Sache. Man lernt so viel Neues. Ich lerne immer wieder Dinge kennen, von denen ich vorher nichts wusste. Und ich finde es auch schön, dass diese Menschen sich alle hier treffen.